Moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zelda. Und wir befinden uns im Wald von Fione und versuchen mal jetzt hier weiterzukommen. Ach, dieses blöde Schwert hier ist auch nervig. Aber gut, so, ich muss an die Steuerung erstmal gewöhnen. Okay, warte. Ein Pixel. Ich hänge mir dran. Okay. Ist gut. Und dann? Ah, okay, muss man richtig durchmachen. Okay. Oh, was passiert da? So, da ist ein kleiner Mann hier drin. Oh, das ist süß. Hallöchen, kleine Maus. Warum ist es heute so ruhig? Ah, jetzt auch noch einen in grün. Ich bitte dich, verschone meine Wenigkeit, bitte. Hallo? Ich war eigentlich ein richtiger Wolf. Schweinhund, einfach mal da hoch. Hallo, komm. Da ist er. Mit Schwert hauen wir einmal. So. Da hinten sitzt einer. Mal abstehen. Mist. So. Bleib doch mal stehen. Ich will doch nur mit dir reden. Ein kleiner Schisser. Da ist er. So, jetzt aber. Wie hast du mich schon wieder aufgespürt? Ich... Du machst ja gar nichts und eigentlich hast du ja vorhin den roten Kern gezeigt. Macher, das ist mein Name. Danke dir, Bruder, dass du Macher gerettet hast. Das hätte Macher dir gar nicht zugetraut. Da fällt mir ein. Gerade kurz, dann war ich eine, die so ähnlich aussah wie du. Zelda? War das deine Freundin von dir? Die war ganz schön... Das war ganz schön übel. Sie wurde plötzlich von dem roten Kern angegriffen und ist damit unseren Häuptling geflohen. Oh Gott. Gebieter, ich habe neue Informationen zu Zelda. Es scheint, als sei Zelda von den Bösen angegriffen worden und nur knapp entkommen. Die Lage ist sehr ernst. Hat er doch gerade erzählt. Marias Position wurde markiert. Sieh sie auf der Karte an. Diese Leben hat Zelda getroffen. Da habe ich ihre Aura wohl nicht hier gespürt. Auch der Häuptling der Q, der gemeinsam mit Zelda geflohen ist, hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% auf die Aura so reagiert. Ich empfehle, weiter nach der Aura Zeldas zu suchen. Okay. Ah, das mache ich ja erschreckt. Du hast schon komische Freunde. Wenn du deine Freunde in unseren Häuptling findest, dann sage ihnen, dass es Macha gut geht. Macha ist sich absolut sicher, dass die beiden zusammen sind. Okay. Wir sind reingekommen, ne? Du hast einen Bernstein-Halbmond erfolgt. Niemand weiß, wie dieses Bernstein fahren kann. Das Gute ist, das brauchen wir ja für das Schild, ne? Also, dass wir es ein bisschen besser machen können.
Ah, von da sind wir gekommen, okay. Alter, minimal nach rechts oder nach unten. Das ist echt blöd. Na gut. Versuchen wir da hochzukommen. Hier kommen Fritz Steine. Noch werfen? Oh, das ist auch. Okay. Das ist nochmal Bernstein. Okay. Ich weiß ja nicht, wie das Schild halten. Deine Herzen haben sich verspringert. Ich rate dir dringend, Heilungsmaßnahmen zu ergreifen. Ja, aber wie kann ich denn das Schild nutzen? Ah, okay. So, okay. Was? Schmuckschädel halten, okay. Sieht schön aus. Zum Bernstein sammeln. Ja. Wunderschön. Ja, du, ich glaube, noch weiter. Hier schön mal runter. Noch eine Abkürzung frei. Ist ein Bernstein da. Tür ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Und ein Schwert? Nein, wahrscheinlich. Okay. Ich glaube, das kann einsammeln, das kann man auch nicht. Okay. Bitte, danke. Hier runter. Hey, ich hab ihn doch. So, genau gerade machen, ne? Sonst wird das nichts. Jetzt haben wir ein Seil da, können wir darüber springen gleich, das machen wir sofort. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Was ist das? Ah, Mist. So, wer ist denn? Das ist der Dicke. Räuboss, hoho, kennst du mich? Ich bin Räuboss, der Häuptling der Q. Du hast es tatsächlich geschafft, meinen Zweck der Tarnung zu durchschauen, ich bin beeindruckt. Zelda? Ach, du meinst das Mädchen mit den blonden Haaren, die etwas ähnlich sieht? Die wollen mir. Allerdings habe ich im Moment gar keinen Kopf für sowas. Der Wald ist voller Monster und zwielichtige Gestalten. Ich sorge mich um die Angehörigen meines Stammes. Was? Bist du etwa Mitglied meines Stammes begegnet?
So, so. Macha geht also gut. Aber noch ist der Wald voller Monster. Ich kann hier nicht weg. Tut mir leid, aber drei meiner Gefährten musst du noch finden, um mich zu beruhigen. Vielleicht fällt mir dann wieder ein, was mit deiner Freundin geschehen ist. Erpresser. Ein derbe Erpresser. Ich weiß nicht, wer der hier ist, aber ich muss hier ausgehen. Okay. Ich habe die Präsenz von Q zu seiner Aura so hinzufügen. Soll ich dir erklären, wie das Ziel seiner Aura so festlegen kannst? Nein. Bereits gefunden, Q sind auf der Karte markiert und werden von der Aura so nicht mehr erfasst. Wir gehen jetzt in die Suche. Okay. Nein, warte. So. Dann sind wir rüber. Okay. Was ist hier drin? Was? Und eine Fee. Halt, das ist eine Fee. Seine Fee gefunden. Sie fühlt dir 6 Herzen auf. Sehr gut. Okay, da muss man wahrscheinlich jetzt wegmachen, ne? Na gut, aber das kriegen wir ja hin. Ah, da geht mein Herz. Perfekt. Ja, was denn? Nein, ich bin mal. Zu spät. Also, müssen wir noch ein paar von den anderen finden. Soll noch da sein. Hä, was ist das denn da oben? Das denn? Okay. Okay. Kann man ja auch mal machen, ne? Ich werde den Weg falsch laufen. Da. Dann geht's ja zurück, oder? Ich würde sagen, hier geht's zurück. Hm. Ich komm wieder hoch. Das ist schon mal gut. Such da. So, jetzt schwimmen wir uns nochmal darüber. Kann ich darüber hopsen? Link, balanciere mal ordentlich. So. Da muss auch einer sein. Ah, da oben auf dem Baum ist einer, okay. Okay.
Komm doch runter. Na komm, kleiner Matz. Du hast die roten Kehle weggeputzt. Bist du etwa einer von den Guten? In diesem Mal könntest du Muggi gleich mal helfen. Muggi steckt hier nämlich fest. Kannst du Muggi helfen? Okay, versuchen. Warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal, wir lassen mal einen Rollen. Also, warte. Okay, nochmal. Also, was? So. Ups, das hat dem Muggi weh. Oh, Hutscha, trotzdem danke. Was? Unser Häuptling hat sich um Muggi gesorgt? Hey, gerührt ist Muggi hier. Muggi ist natürlich nicht mein Name. Ist natürlich mein Name. Achso, wir nennen uns bei allen unseren Namen. Wir nennen uns alle bei unseren Namen. Das ist viel persönlicher. Ja, ist doch normal. Sagst du dem Häuptling, dass es Muggi gut geht? Bin doch etwas schwach auf den Beinen, aber das wird schon wieder. Okay, haben wir noch was hier? Und dann müssen wir den nächsten finden, ne? Ja, gut, Kleiner. Okay. Da muss ich hoch, ne? Nee, schwingen. So. Was? Oh mein. Nach vorne. Nach vorne. Nach vorne. Nach hinten. Nach vorne. Nach hinten. Nach vorne. Und schwing. Was? Schwing ich so schlecht gerade? Schwingt der ganz komisch. Als ob ich, immer wenn ich Speed hole, dann wird er mal langsamer. Gott sei Dank. Ich hab keine Lust mehr gehabt, so. So, nächste Aura. Da ist irgendwas. Okay. Oh, da gehen wir kurz hoch und wir legen den erstmal. Von hier aus hast du einen freien Blick. Ich empfehle die Q, von hier aus mit der Auraspur zu erspüren. Danke dafür. Da hinterm Stein. Aber wie kommen wir da hin, ist die Frage, ne?
Speichern erstmal. Speichern. Danke. Okay, also ist die Frage, wie man da hochkommt erstmal. Das sieht aus wie eine Zielscheibe da oben. Soll ich auch noch keinen Bogen abbringen, das ist so viel. Ah, vielleicht gibt es da hinten irgendwie längs, ne? Sieht nur so aus. Mal gucken, den Weg dahin finden. Da geht's hoch, okay. Ah, schade, das gibt irgendwas für mich. Es gab nichts. Oh, da gibt es ein Herzteil. Das ist natürlich nicht schlecht. Das wollen wir jetzt erstmal. Hallo? Hallo? Ich drücke doch in alle Richtungen. Aus dem Stolper, so komisch. So, vier Stück davon und wir wissen, was passiert. Wir werden besser. Okay, aber das bringt uns nicht so weiter, denn wir sind immer noch nicht hier weitergekommen, oder? Oder warte mal, vielleicht kann man von da rüber segeln. So. Da können wir auch rüberspringen, den wollen wir gar nicht. Das ist gar nicht so einfach, da nur so hinzuhauen, dass es passt. Auf jeden Fall nicht so mit dem Controller. Hier waren wir schon, okay. Keine Ahnung, wo der. Hä? Wie soll man denn da hochkommen? Oder hinten hängen? Mal schauen. Kann natürlich sein. Okay, wir haben auch keine Bomben. Jetzt könnten wir das hier wegmachen. Und schnell können wir es nicht, ne? Natürlich nicht. Aber vielleicht können wir das hier. Da kann man leider nur runter segeln, nicht länger segeln. Das ist natürlich schade. Können wir da hochkommen? Mist. Kommen wir denn da hoch? Gerade. Jetzt zeigt er irgendwie da an, ne? Ich muss noch mal da links laufen. Okay, laufen wir in die Richtung. Da muss ja irgendwas sein. Irgendwo muss da ja so ein. Cutie-Typen rumlaufen. Vielleicht hier im Baum? Das ist keiner. Aha, hier ist ein kleines Hund. Den habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Gerade mal durch.
da, du bist da. Hey, wo ist mein Schild? Suchen nochmal. Einmal. Ich hab schon total dumm, jetzt hier reinzuspringen, oder? Na, so dumm war es vielleicht anscheinend nicht. Da ist auch einer. Aha. Oh, du darfst nicht essen. Kombo ist nämlich völlig geschmacklos. Oh, renn lieber weg. Was? Unser Häuptling hat sich Sorgen gemacht? Es geht ihm also gut? Mein Name ist Kombo. Schön, oder? Sag mal, kannst du unseren Häuptling ausrichten, dass es Kombo gut geht? Die Gefahr scheint hier noch nicht vorbei zu sein. Kombo geht lieber mal wieder auf Tauschstation. Ja, so gut. Okay. Gut, den letzten noch finden. Die Richtung, okay. Halt. Ist der andere Weg noch? Oder ist das der einzige Weg, der hier reinführt und dann. Ist er einmal hin. So, warte mal. Ja, da in die Richtung. Da kommen wir, glaube ich, ne? Aber egal. Der ist da oben? Ach, da kommen wir doch nicht rein. Das ist die Höhle. Ich frage, wie man durch die Höhle reinkommt. Ich habe ja keine Bombe. Müsste ich mir eine Bombe besorgen? Ich habe ja keine Bombentasche. Also komme ich da auch nicht hin. Das ist da oben, okay. Versuchen wir nochmal. Dann können wir da rein gegenrollen oder so. Was möglich ist, ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Ach, da ist er! Ach! Haben wir gerade eben so übersehen. Wegmachen, ja? Okay. Ist das, was du willst? Hau ich hier alles kurz und klein. Dass du dich nicht mehr verstecken kannst. Aber wo willst du jetzt hin? Hier ist nichts mehr. Na, endlich. Mein Name ist Zenbuli und Zenbuli ist fast so gut versteckt wie unser Häuptling. Ja, oh, das ist kein relevantes Ziel mehr in dieser Gegend. Ich will den Häuptling zurückzukommen, um ihn zu sprechen. Das ist wohl nicht so gut verstecken. Richtest du ihm aus, dass ich mich gut halte, dass es mir gut geht? Ja, mache das. So. Gute Frage, wo der war, ne? Moment. Hier war das nicht, ne? Doch, es war doch einfach, oder? Ja, sollen wir noch zurückgehen? Und jetzt muss ich wieder hochschwingen, ne? Aber ich glaube. Na gut, wir holen uns das Herz erstmal. Ne?
drehen bitte. Und los geht's. Nein. Und los geht's. Da durchgehen, ne? Doch, der dicke Typ ist doch drüben über diesem Seil, ne? Hier, warte mal. Da ist er, aber dann können wir vielleicht diesen... Dann können wir nicht. Tatsächlich da wieder den ganzen Weg hinlaufen? Aber ich habe auch keine Lust. Dass man nicht so ein bisschen segeln kann, das wäre viel cooler, nur so runterzufallen. Aber das geht anscheinend nicht. Schade eigentlich. Ich würde behaupten, dass es das ist leichter zu finden, aber also noch reizt mich das Spiel gar nicht so. Noch habe ich so ein bisschen, ich finde das Zelda-Flair gut, aber irgendwie... Oh, danke. Ich dachte, ich schaue sie mir. Oh, Alter. Okay, dann mal höher. Mit dir. So, du hast allen geht gut, das hört man gerne. Vielen Dank für die unnötige Stöberei. Dann verrate ich dir als Dank, wo deine Freundin hingegangen ist. Dieses Mädchen namens Zelda hat gesagt, dass es in den Tempel am Ende des Waldes gehen müsse. Ich habe dann doch versucht, sie aufzuhalten, aber sie ist auf meinen Rücken geklettert und ab in den Tempel. Wo ist der Tempel? Aha. Wenn du da hinten weitergehst, wirst du auf einen Tempel stoßen. Allerdings wimmelt es doch von Ungeheuern. Tschüss. Nun denn. Du hast meine Gefährten aufgespürt. Dafür gebührt dir Dank. Ein Moment, Entschuldigung. Was macht denn da? Was ist das? Eine Schleuder? Schleuder halten. Cool. Das ist doch gut. Dankeschön. Damit sollst du in der Lage sein, in den Tempel zu gelangen. Hm. Was tun sie doch damit? Warum versuchst du sie gleich mal aus? Okay, versuchen wir. Im Tempel. Wir waren ja schon mal im Tempel, muss man sagen. Also von daher ist ja nichts Neues für uns. Aber wenn wir hinten im Tempel. Oh, kann ich da rein. Da ist er. Da ist er, der Tempel. Hinein in den Tempel. Na, einmal ganz kurz stehen bleiben. Oh, wer ist er denn? Sie denn? Es denn? Was war das? Sieht für mich nicht aus wie ein Tempel, sieht aus wie wieder wie ein Wald. Tief im Wald, okay.
die Bienen hinter mir her? Mhm. Okay. Das war lieb von den Bienen, dass sie mich nicht gebissen haben. Ach, da oben. Hätte mal runterschießen können wahrscheinlich. Ne? Ah. Okay, jetzt mal weiter. Was ist das denn hier? Achso, das ist nur... Okay. Ah, da kriege ich auch mal eine Deko-Nüsse her. Sehr gut. Okay, da kommen wir so rüber. Oder ist er ganz runterfallen vielleicht? Oder auch nicht? Oh. Wollte ich denn wissen, dass die kommen? Oder muss ich die erstmal runterschießen? Oh, ich hab einen Tee. Weg, oder? Perfekt. Los geht's. Einfach vorher drauf achten sollen, hab ich gleich gesehen. Ist da so ein Nest war da oben? Natürlich besser, wenn man das weiß. Warte, hier ist noch eine Abkürzung. Was ist das hier doch? Fast Dark Souls Charakter hier, die Abkürzung zu finden. Ah, jetzt kann ich ihn so ah, ich muss mal Ausdauer bekommen wieder. Sehr gut. So, auf die müssen wir, glaube ich, als erstes wegschießen, wenn wir hier sind. Und zwar... Richtig blöd. Da kannst du dich direkt runterhauen gleich. Ne? Da stand was mit Schaukeln. Was soll ich denn da machen? Ja, komm rüber zu mir. Die Nüsse habe ich noch. Oder so. Ja. Na, wenn wir runterfallen hier. So. Ja, guck mal hier. Speichern wir noch einmal. Ja. Auch dort speichern. Ja, gut. Boah! Da wäre so was von daneben gesprungen, oder? Ich kann auch nicht schwingen lernen hier. Doch schwingen. Wow.
Die war ja cool. Die hat sich ein bisschen angepasst an dem, was man macht. Ich den Goron reden wir gleich. Hey, stehen geblieben. Ich weiß, dass du mich gesehen hast. Was ist? Magst du mich etwa nicht? Entschuldigung. Ich weiß ja, dass du deine Freundin suchst. Ich wollte dich auch nicht aufhalten, aber könntest du mir kurz helfen? Gleich. Warte, nicht weglaufen. Ich möchte mich um was bitten. Ah. Dieser Stein ist cool. Das hier, es heißt, die Göttin dieser Steine zurückgelassen. Ich nenne sie Artefakte der Göttin. Ein Name wie ein Stein gemeißelt. Findest du dich auch? Den alten Schriften zufolge? Ihnen zufolge muss der Strahl des himmlischen Schwertes den Stein treffen, um den Herrn des Schwertes zu stärken. Du hast doch ein Schwert. Dann hilf mir, das Rätsel zu lösen. Ja. Das wollte ich hören. Dieser Artefakt besteht aus Metall. Und wie gesehen habe, es ist völlig unempfindlich gegen Schläge. Ich frage mich, ob du was machen kannst. Die Würfel von Super Mario Odyssey. Wow, der Artefakt ist weg. Die Kraft deines Schwertes scheint es bewegt zu haben. Wohin es wohl verschwunden ist, das Rätsel ist gar noch rätselhafter geworden. Die an alten Schriften folgen sind die Artefakte der Göttin über das ganze Land verstreut. Du solltest sie auf alle diese Weise in den Himmel schicken. Sag mir Bescheid, wenn du das mehr darüber herausgefunden hast. Mach ich. Mein Himmel. Mal sehen, was es bewirkt irgendwann. Werden wir ja sehen. Vielleicht passiert ja was im Himmel statt, muss ich gerade sagen. Die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Ich hab sowas nicht gedacht. Der beim Höhenabstieg schaut in den Himmel und durchschießt den Stern, den Vogel schwingen ihm weisen. Durchschießt den Stern, den Vogel schwingen ihm weisen? Speicher nochmal hier. Den Vogel schwingen ihm weisen? Ja, wir legen kurz. Ach, das steht da oben. Das muss man da links auch machen. Okay. Wow, er ist furchtlos. So einer ist furchtlos. Tempel des Himmelsblicks. Gebiete, ich nehme in diesem Tempel die Augen vieler Kreaturen wahr. Daher kann ich sie als Aura nicht ignorieren. Somit ist die Aura so momentan nicht einsetzbar. Ich schlage vor, dass du dich umsiehst, um den Überblick zu verschaffen. Ja, sehr gut. Gut, wir sind hier drin. Wir speichern. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und fand es genauso interessant wie ich. Ist mal ein anderes Zelda, als was ich so in Erinnerung habe. Bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.